Guten Tag und herzlich willkommen wieder zurück zu FIFA Ultimate Team. Gestern musste man leider eine Niederlage hinnehmen. Naja, hilft ja nicht, gehört ja auch dazu. Und ja, ich versuche natürlich hier mit der italienischen Mannschaft, also Serie A-Team, ein bisschen was zu zerreißen heute. Ich suche den Gegner, ihr seht den Cut. Bis gleich! So, da ist auch schon der Gegner für heute. Mal gucken, wie der so drauf ist. Heute wieder auswärts, more cooking, was wir können. Eine 85er Gesamtbewertung, ein schönes Team auf jeden Fall. Da kann man nicht meckern. Das geht auf jeden Fall zwar noch schöner, aber das sieht noch was aus. Mal gucken, was wir dagegen machen können. Ziemlich offensiv eingestellt, die ganze Mannschaft. Mal gucken, vielleicht bietet sich dann die eine oder andere Lücke für uns. Und ja, wir können was machen. Mein Gegner mit Anstoß. Und er fängt an. Wir nehmen gleich mal ihm den Ball ab. Ah, und er uns. Ah, ein munteres Hin und Her direkt am Anfang. So, hier schön rausgeben zu Cuadrado, wollte ich sagen. Schön hier durch. Oh. Erste Mal den Keeper geprüft. Naja, nicht wirklich. Ging ja nur auf den Mann. Oh, komm, und dann ist er hinter mir. Oh, schöner Schuss von Dybala. Zweite Prüfung für meinen gegnerischen Torhüter. So, jetzt rollt natürlich sein Sturm, aber ihn können wir abfangen. Ah, der ist zu weit. Schade. So, den haben wir. Raus damit auf Cuadrado. Oh, wo geht der Pass hin? Das war natürlich nicht so geplant. Ich leg mich hier da nieder. Oh, come on. Ja, musste ich stoppen. Sonst hätte er hier frei abziehen können. Ja, nehme ich gern die gelbe Karte für in Kauf. Ist einfach mal so. So, der geht drüber. Gut so. So, weiter Ball vom Pirin. Oh, schade. Komme ich nicht richtig dahinter. Evra, schöne Grätsche. Kein Ding. Oh, 300 km/h Pass, aber kam nicht an. So, aber Cuadrado schnibbelt sich hier kurz mal den Ball. Der ist drin. 1-0. Schön kombiniert. Cuadrado schön in die Mitte gelaufen. Und dann ist das Ding im Netz. Wems. Boah, gefällt mir. 1-0. So. So, läuft gerade mal. Huch. Der war scheiße. So, will er jetzt nicht mehr. Ah, schade. Schade. Der will, glaube ich, wirklich nicht mehr. Naja. Oder vielleicht doch. So halbwegs. Fuck. Der war kacke. Der war kacke. Oh, da ist er gut durch. Da ist er wahnsinnig gut durch, aber Pirin hält den. Griezmann versucht es nochmal, aber nope. Der kommt nicht durch. So, schön zu Cuadrado. Oh, fuck. Ich dachte, den kriegt er sonst. War aber nicht so. Oh, Cavani am Ball. So, geht mal zurück, Leute. Oh, da komme ich nicht hinterher. Oh, Pirin mit der Reaktion des Todes. Abate haut da nochmal drauf. Und Pirin, der läuft da hin und her im 16er. Er wollte unbedingt den Ball haben. Verflucht. Ah, oh, schön gemacht. Einfach mal straight dabei durchgelaufen. Hab ich nicht zum Stoppen gekriegt. 1-1, der Ausgleich. Pastore. Jojo, lass dich feiern, Junge.
Lass dich feiern, Junge. Kann er ja mal. Och komm, und dann ist der Cavani ganz leicht dran. Oh, da war kein Druck hinter. So, Cuadrado. Nein, gegen Clichy. Keine Schnitte gerade. Oh, schöner Schuss. Kann man ja mal machen, wenn man so eine freie Schussbahn hat. Ecke kommt. Oh, drüber geköpft. So frei gewesen. Oh, da war er noch dran. Okay. Oh, Ecke die nächste. Ah, da kommen wir nicht so schön hin. Dann grätsche ich so vorbei. Kommt schon, Leute. Helft hier. Na, da hat er Platz. Aber Perin hat den. Sauber. Ecke für meinen Gegner. Ecke für den Gegner. Perin hat den. Sauber. Was soll der so weit? So weit wollte ich den gar nicht. Oh, schön weit nach vorne zu, die Baller. Ah, dann kommt da der Torwart raus und blockt die Baller da gerade noch weg. Ecke. Ah, zu nah an den Keeper. Zu nah an den Keeper. So, ist ja gut. So, komm schon. Ah, Einwurf für uns. Hat er ein bisschen daneben gepasst. Oh, zu weit. Schade. Kann man ja mal versuchen. So, gut. Zweiter Versuch hat geklappt, dass ich den da rausbringe. Ah, shit. Aber er gibt mir freiwillig den Ball wieder. So, Cuadrado. Oh. Oh, übel. Er drückt den noch rein. Das ist ja übel. Alter, da kann der Keeper den Ball nicht festhalten. Und wir drücken den noch über die Linie. Das war glücklich. Hä? Achso, okay, er will schon wieder nicht mehr spielen. Sieht zumindest schon wieder so aus. Oh. So, sauber. Schön dazwischen. Boah, die Baller wird umgemäht. Foulspiel. Keine Karte hierfür. So, schön hier weitergeleitet. Oh, come on. Der sollte eigentlich zu Cuadrado nochmal. So, da war mal schön dazwischen. Passt. 2-1 Führung in der ersten Hälfte. Naja, Passgenauigkeit nicht so geil, aber ja, wird vielleicht nochmal. Oh. Lücken suchen heißt es. Und die Baller wird schon wieder gefoult. Kann man ja mal machen. Ich brauche einen Rechtsfuß. Ah, schade. Haben wir ihn angeschossen, also die Mauer. Ganz knapp. So, Ecke kommt. Oh, der Mann auf der Linie klärt. Oh, come on. Noch eine Ecke. Hei, hei, hei. Ecke kommt. Oh, schade. Einfach nur drüber. Abstoß. Der Druck ist da. Oh, shit. Er war viel zu weit nach vorn. Oh, ich hole da Benzema von den Beinen. Die nächste gelbe für uns. Ein bisschen ruppig. Darf es ja auch mal zugehen.
Aber wir wollen ja keinen Fair-Play-Preis gewinnen. So, da haben wir doch Platz. Den nehmen wir mit. Die Baller rennen doch weiter. Ah, oh, come on. Wollte ich ein bisschen mehr sicherer machen, aber die Baller wollte nicht so, wie ich wollte. Das ist ein bisschen schade. So. Ja, abseits war mir klar, wie der Ball dann kam. Oh, er schnibbelt. Wir schnibbeln zurück. Den hat er mir abgenommen. Okay. Kann man ja mal. Oh shit. Wieder schlechte Leistung von mir. Aber ich komme noch dazwischen, dass ich ihn so weit es geht störe. Wo war der Ball da jetzt, dass ich da nicht abziehen konnte? So, Pirin, danke. Plöpp. Hier nach außen. Ja, komm, er ist da so weit dazwischen. Oh, abseits. Ich werde bekloppt. Kämpfen da bis aufs Mark und keine Ahnung. Schön reagiert. Oh, dann kommt er da noch hin, der Keeper. Schade. Ah, fuck it. Griezmann. Ah. So, den hat Perin. Alles locker und flockig. Fupp. Oh, kriege ich den? Ja, den kriege ich noch. Ah, come on, dann wollte ich zu weit reinziehen. Was kommt da für ein Pass bei rum? Schon wieder. So, zurück zu Pirin. So, eine versuchte Bogenlampe, aber die hat nicht ganz funktioniert. Oh, Griezmann geht da durch. Aber ich komme zwischen. Das ist ja schon mal wichtig. 19 Minuten noch, regulär. Ich. Boah! Hui! Huiuiui! Was? Vorspiel? Wo? Was? Wie? Okay. Einfach nur erstmal ein Stückchen weg. So, Dankeschön. Oh, ja. Yeah. Der ist ein bisschen weit geraten. Für das, dass ich nur ganz kurz drauf getippt habe. Na. Oh, come on, Leute. Was macht ihr da? Oder was mache ich da, eher gesagt? Ohne Scheiß, ich spiele mittlerweile so verwirrend, ich verwirre mich selber. Boah, ohne Witz. Oh, dann halt nicht. Ah, dann hat der Klischee seinen Fuß dazwischen. Eieiei, so, Ecke. Ecke kommt. Zu nah an den Keeper. Ah, er kann nicht abziehen. Das könnte mir natürlich ein Türchen kosten. Nein, er fällt im 16er. Ja, gelb-rot. Mit dem kann ich ja noch leben, aber mit dem Elfer schon wieder. Yes! Sauber! Na komm.
Boah, hau da vorbei. Gut so. Ui, mich dreht's gerade. Das ist natürlich nicht so geil. So, einfach mal nach vorne. Oh, passt noch. So, Einwurf für uns. Das bringt uns Zeit. Oh ja, yeah. Der war ein bisschen arg weit, Leute. Schön kombiniert. Oh, Quadrado, nur einschieben das Ding. Nur einschieben. Mehr muss man da nicht. Aber naja, er wollte mehr. Oh, da nehme ich auch das Abseits. Ist ja auch kein Thema. Oh, der geht ins Aus. Einwurf für uns. Oh, werf mal so die Richtung. Ja, schön geschnibbelt. Naja. So übelst müssen da die Fans sich abgehen. Ah, da war der Keeper auch noch dran. Oh shit. Oh, die darf er nicht mehr zu Ende spielen. Schade. Ja, war eine schöne Partie auf alle Fälle. Leider einen mit Gelb-Rot vom Platz gestellt und in Elfer gehalten. Das war Glück. Und ja, so haben wir zumindest die ersten 3 Punkte in dieser Saison eingefahren können. Ja, ich hoffe, es geht so weiter. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.